Leute, ihr kennt sicher alle diese mega coolen Reisevideos, die da so im Internet umgehen. Von diesen Videos inspiriert war es eigentlich mein Plan, meine Islandreise auch so abgedreht wie möglich ins Bild zu setzen. Doch als ich dort war und Island erleben durfte, wurde mir klar, dass alle Videos, die ich gesehen habe, nicht das Gefühl wiedergeben konnten, das ich hatte, als ich dort war. Deshalb habe ich beschlossen, mein Island-Video gezielt ohne Transitions oder Special Effects zu gestalten, damit ihr Island genau so kennenlernen könnt, wie ich es erlebt habe. Also, viel Spaß. This game, this is something I choose. I choose to play this game.